Grüß. Yo, was geht ab Leute? Hier ist euer Elias KV und willkommen back zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute will ich euch mal ein kleines Wheelie-Update geben. Ja, wie sieht das Ganze bei mir aus? Wheelies im zweiten Gang, Wheelies im dritten Gang und allgemein, wie sicher fühle ich mit dem Kipppunkt? Wie läuft es mit der Hinterradbremse? Ja, das werde ich euch alles heute zeigen und danach im Anschluss zeige ich euch noch ein paar Tipps und Tricks, die mir geholfen haben, um den Wheelie zu verbessern. Noch kurz vorweg, es ist die originale Übersetzung wieder drauf, also das heißt, ihr könnt das auch locker nachmachen. Fangen wir direkt mal an mit dem zweiten Gang, 30 km/h, also den Standard Wheelie mit der SMCR. Zeige ich euch mal, wie es jetzt aussieht. Ja, gut, ist auch der erste Wheelie heute, aber ich muss sagen, die Wheelies im dritten Gang sind so viel einfacher. Jetzt zeige ich das mal jetzt im dritten Gang, das ist so viel geschmeidiger. Dritter Gang, 50 km/h. Also wenn ich Wheelies mache, eigentlich weil mir nur noch dritter Gang. Also weil beim dritten Gang, ich kann die Karre da einfach überall hochziehen. Ich kann im dritten Gang die bei 50 km/h untertourig hochziehen, aber auch bei 70, 80 oder 90 km/h kann ich beim dritten Gang halt so easy hochziehen. Also wirklich sehr einfach. Deswegen mache ich die nur noch im dritten Gang. Und außerdem bei schnellen Wheelies ist es irgendwie viel entspannter mit der Hinterradbremse und dem Kipppunkt und allem, wird alles viel entspannter. Ja, die haben es alle gefühlt, geil. Also dritter Gang ist echt ultra entspannt. Ich fahre jetzt mal kurz auf eine ruhige Strecke und zeige euch mal die Wheelies im dritten Gang. Und die laufen echt gut. Also ich komme hinter einen Kipppunkt, ich halte das Gas gleich und am Kipppunkt dann einfach ganz bisschen nur mit Hinterradbremse. Man braucht gar nicht so viel. Früher habe ich immer gedacht, ey scheiße, Hinterradbremse musst du richtig reindrücken und so. Nee, Hinterradbremse musst du so leicht antippen, nur so leicht und das reicht schon, um wieder runterzukommen. Aber ich sage, wenn ich gleich nochmal ein bisschen im zweiten Gang übe, kriege ich das im zweiten Gang auch richtig lang hin. Da komme ich im zweiten Gang halt auch hinter den Kipppunkt. Im zweiten Gang ist das Problem halt einfach nur so, die hängt da irgendwie so am Gas. Also sobald ich so ein Stück zurückgehe, ist die Motorbremse sofort da und holt mich halt auch wieder runter. Und im zweiten Gang muss ich immer so viel Gas geben. Das habe ich im dritten Gang irgendwie nicht, deswegen finde ich es da viel einfacher. Und außerdem sehen die Wheelies bei 70, 80 und 90 km/h einfach viel cooler aus. Wir haben es auch irgendwie, glaube ich, gerade 20 Uhr. Die Sonne geht gerade unter, wie ihr es sehen könnt. Hier sind nicht mehr viele Leute unterwegs. Deswegen kann ich hier in Ruhe Wheelies machen. Es ist einfach so ein geiles Gefühl oder so ein geiles Geräusch, wenn man die Kupplung zieht. Aber also Wheelies sind echt easy. Und Leute, immer noch genug Gas übrig haben, dass ihr, wenn ihr beim Absetzen, nochmal richtig schön Gas geben könnt. Also da achte ich auch immer drauf, dass ich mir nicht so viel kaputt mache. Und weiter geht's. Also Leute, der dritte Gang, der ist es halt einfach. Guck mal, er macht da, jeder fühlt Wheelie. Gerade Motorradfahrer finden Wheelie so cool. Digga, ich war letztens mit irgendwelchen Tourenfahrern unterwegs. Die haben noch nie in meinem Leben irgendwelche Stunts gemacht. Ich habe dann Wheelie gezogen. Die sind durchgedreht, weil die es so cool finden. Also Wheelies sind einfach geil. Jeder findet es cool. Also gerade Motorradfahrer, es ist echt geil. So, um euch das mal zu demonstrieren. Ich fahre jetzt mal so 70 km/h und dann kann ich die immer noch im dritten Gang hochziehen. So, 70 km/h. Und jetzt mache ich einfach einmal einen kleinen Gasstoß. Und da könnt ihr sehen, das geht wirklich noch super easy. So, das ist Sonnenuntergang. Machen wir nochmal ein Wheelie für den Sonnenuntergang. Ah, es geht auch nichts über eine schöne Abendrunde. Ich zeige euch auch mal ein Video von außen, wie das mit den Wheelies bei mir aussieht. Jetzt kann ich offiziell Wheelies. Es ist so ein unglaubliches Gefühl, zwischen nach hinten kippen und wieder nach vorne fallen. Das ist unfassbar, so eine Art Schwerelosigkeit. Ja, aber das ist bisher mein aktueller Wheelie-Stand. Also, ich bin unbedingt gerade dabei, Knee-Knocker zu lernen oder Catwalk, wie man das heißt, also so.
Das will ich unbedingt können, da bin ich aber gar nicht weit, weil ich halt bei den normalen Wheelies, ich kann nichts mehr sehen. Es geht nicht, man kann nichts mehr sehen. Deswegen, also Catwalk will ich unbedingt lernen, bin ich aber noch ein bisschen raus. Ich habe ein bisschen Angst wegen der Hose. Dass ich, ach ja, ne? Ausreden sind das. Ja, Coastern, oh, hätte ich auch so Bock. Ich könnte die Kupplung ziehen hinterm Kipppunkt, aber ich weiß nicht, ein bisschen Angst habe ich schon. Ja. Aber das ist ja mein aktueller Wheelie-Stand, das reicht mir auch. Also dritter Gang, die Karre gefühlt, ich muss nicht mehr darauf achten, oh scheiße, wie schnell fahre ich gerade, sondern ich ziehe die Karre einfach hoch, wenn ich Bock habe. Und ich kann einfach mit der Bremse hinterm Kipppunkt arbeiten. Das ist alles, das reicht mir. Ich kann Wheelies. Ja, das ist mein Update dazu. Er grüßt. Kommen wir direkt zum ersten Tipp, der mir echt geholfen hat, nochmal den Schritt vom Wheelie bis zum Kipppunkt, also so vom kurz, kommen wir jetzt mal zum ersten Tipp, der mir geholfen hat, vom kurz vom Kipppunkt bis zum Kipppunkt zu kommen. Und zwar ist das so eine Straße, die nach oben geht, also eine Straße, die so einen Berghof führt. Das hat mir extrem geholfen, weil man da viel schneller auf den Kipppunkt kommt. Also die Straße geht da richtig berghoch und man kann da viel einfacher den Kipppunkt erreichen. Das ist schon mein erster Tipp. Kommen wir zu meinem zweiten Tipp, und zwar üben. Übt einfach. Es kommt irgendwann wirklich von alleine. Man macht immer ein bisschen kleine Fortschritte und irgendwann kriegt ihr es alle auch mal hin. Ich sag das. Und es ist so ein unglaubliches Gefühl. Also, ich habe jetzt ein Jahr gebraucht, um mit den Wheelies so weit zu kommen. Also lasst euch wirklich Zeit, Leute. Ihr müsst keinem irgendwas beweisen. Ich habe wirklich jetzt ein Jahr gebraucht, um auf diesen Stand zu kommen. Ihr könnt das auch schaffen. Es dauert einfach nur. Ihr müsst nicht in der Woche, in einem Monat. Lasst euch Zeit. Macht das immer gechillt. Ja, das ist alles. So entspannt, Leute. Moin. Super, 1,66. Ey, Leute, könnt ihr mal sagen, was mit den Spritpreisen los ist? So günstig war es schon lange nicht mehr. Alter, ich habe immer für 1,80, also super, immer 1,80 gekostet, ne? Und jetzt bei 1,66, ey, tanken ist so günstig und ich nutze das so aus, Digga. Ich fahre jeden Tag so viel Motorrad. Ich meine jetzt gerade, wo das mit der Hinterradbremse so einfach geht und ich mit dem Motorrad hinterm Kipppunkt komme und mit der Bremse es leicht wieder hochholen kann und ich quasi endlos lang Wheelies ziehen kann. Ab dem Punkt kann man Wheelies. Also ich würde sagen, ich kann jetzt Wheelies. Also wirklich so hundertprozentig, ich kann Wheelies auf dem Motorrad. Das war's auch schon mit dem Video. Danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ich werde euch dann Updates geben, wie es weiter mit den Wheelies geht.